Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unserer Serie mit dem sehr progressiven Titel Bundestag. Und damit das Ganze nicht ganz so anonym ist, stelle ich mich mal vor. Ich bin die Tessa und hinter der Kamera sitzt Leon. Wir zwei sind quasi die Innenpolitik-Nerds der Z-Redaktion. Ich werde euch künftig in jeder Sitzungswoche des Bundestags quasi die argentinischen Hüftsteaks unter den Smalltalk-Themen liefern. Was wurde im Bundestag bequatscht? Was für Kuchen gab es? Wer hat in den hinteren Reihen mit wem geknutscht? Es werden auf jeden Fall alle Infos geliefert, die ihr braucht für gute Smalltalks, für euer Tinder-Date oder wenn ihr einfach mal wieder, keine Ahnung, ewig am Berghain anstehen müsst oder so. Heute geht es um einen Antrag der Linksfraktion zum Bundesausbildungsförderungsgesetz, kurz BAföG. Das regelt, welche Menschen wie viel Geld vom Papa Staat bekommen, um damit ihre Ausbildung zu finanzieren. Tatsächlich wurde erst dieses Schuljahr bzw. dieses Wintersemester das BAföG reformiert. Bedarfssätze, Freibeträge und Wohnzuschlag wurden angehoben. Das heißt, es gibt mehr Geld für EmpfängerInnen und mehr junge Menschen haben Anspruch auf finanzielle Förderung. BAföG-EmpfängerInnen können künftig außerdem bis zu 450 Euro hinzuverdienen, ohne dass ihnen ihr Fördergeld gekürzt wird. Die Linke meint, dass die Reform nicht genug ist. Ihre Kritikpunkte? Zu wenig junge Menschen würden Förderungen erhalten. Und das Geld, das EmpfängerInnen erhalten, würde nicht für den Lebensunterhalt reichen. Die Linke möchte deshalb, dass künftig mehr Studierende mehr Geld bekommen und dass die Fördergelder in regelmäßigen Abständen an die steigenden Mietpreise und so weiter angepasst werden. Die genauen Forderungen findet ihr übrigens im zugehörigen Text zum Video. Und jetzt kommt erstmal ein Best-of der Bundestagsdebatte. Der zweite Grund, warum die Linke heute dieses Thema in den Bundestag eingebracht hat, ist, dass wir leider ganz und gar nicht zufrieden sein können mit dem aktuellen Zustand des BAföG. Die Linke fordert, das BAföG endlich an die Lebensrealität anzupassen. Wir möchten eine substanzielle BAföG-Erhöhung, eine Erhöhung der Bedarfssätze und Freibeträge um 10% anstelle der 7%, um so mehr junge Menschen zu erreichen, um mehr Menschen aus finanziell schwachen Familien an die Hochschulen zu bringen und um das BAföG vor allem auch so auszugestalten, dass man davon eben auch wirklich leben und studieren kann. Dem BAföG durch 6-0-Runden eine Schrumpfkur zu verpassen, das war eine eklatante Fehlentscheidung von Union und SPD. Die wollen wir als Grüne und die Linksfraktion gemeinsam korrigieren. Unsere Alternative ist klar, auch 2017 muss es mehr BAföG für Schüler, Schülerinnen und Studierende geben. Und zwar zu den wesentlichen Veränderungen, um die noch mal deutlich zu machen. Der letzten BAföG-Reform, die ja erst kürzlich in Kraft getreten ist, passen Nullrunden und der Vorwurf von Nullrunden überhaupt nicht. Wenn man sich mal auf der Zunge zergehen lässt, erstens, zum Wintersemester 2016 steigen die BAföG-Sätze um 7%. Zweitens, Studierende mit eigener Wohnung können bis zu 735 Euro monatlich erhalten. Also das ist ja nicht nichts, damit kann man ja durchaus auch, wenn man sparsam ist, leben. So, da wir ja ein konstruktiver und interaktiver Innenpolitik-Lesekreis, beziehungsweise eigentlich sind wir mehr ein Videokreis sein wollen, schreibt mir doch einfach mal irgendwie eine E-Mail oder schreibt hier einen Kommentar drunter. Was haltet ihr von dem Antrag der Linkspartei? Weil ich persönlich finde zum Beispiel, dass ein ganz wichtiger Punkt total fehlt in diesem Antrag, nämlich die Koppelung der BAföG-Förderungen an die Regelstudienzeit. Denn gefördert wird nur, wer es schafft, sein Studium im 6-Semester-Sprint, also der Regelstudienzeit, zu absolvieren. Außer man hat gute Gründe, warum man länger braucht. Ich finde, dass die Bindung der Förderung an die Regelstudienzeit aufgehoben werden sollte. Denn tatsächlich produziert sie Autobahnstudierende, denen es nur darum geht, möglichst viele Leistungspunkte zu sammeln, möglichst schnell zum Abschluss zu kommen, anstatt sich umfassend und den eigenen Interessen entsprechend zu bilden. Und wer kann ihnen diese Abschluss-über-Inhalte-Mentalität schon verübeln unter den bestehenden wirtschaftlichen Zwängen? Das Problem ist, dass der politisch geförderte Abschlussfetischismus nicht gerade dazu führt, dass Unis Menschen ausbilden, die in der Lage sind, eigenständig ihr Gehirn zu gebrauchen und die nicht jede vorgekaute Meinung einfach unreflektiert schlucken. Denn dafür bräuchte es eventuell eine Bildungspolitik, die den Menschen tatsächlich ermöglicht, ohne Zeitdruck und ohne Leistungsdruck zu studieren und das unabhängig von der Spendierhosengröße ihrer Eltern.